Eine Frage von Montage und Dialog ist natürlich die kollektive Erzählung. Und die kollektive Erzählung ist natürlich auch verbunden mit der Idee der kollektiven Intelligenz, die durch den ganzen crossmedialen Zusammenhang von Artgirls und Neue Natur Artgirls intern spukt, möchte ich mal sagen, sich aber auch dann plötzlich materialisiert und dann ja auch so stark wird und eingreift in die Handlung, in die Weiterentwicklung der Handlung, sobald die kollektiven Erzähler anfangen, sich ihren eigenen Reim darüber zu machen. Was will Morphocraft? Was ist BioSync? Brauchen wir eigentlich so eine Art Figur wie Neo oder brauchen wir die nicht mehr, wenn wir kollektive Erzähler sind? Wir müssen die Story ändern. Nikita muss Peter finden. Nikita, finde Peter Maturana! Und diese Art von dialogischem und vielstimmigen Erzählen tritt dann ganz offen im Film, da können wir vielleicht gleich mal kurz ein Beispiel sehen, in Konkurrenz zum Drehbuchautoren. Zum Thema partizipatives Erzählen möchte ich auf diese Erfindung hinweisen. Eine Software, Many Faces, One Story. Die Story der kollektiven Erzähler soll so stark werden, dass sie die Wirklichkeit entscheidend beeinflusst. Stärker, als Morphocraft es kann. Bei Nikita ist das wie bei Columbus. Sie wollte Kunstwirkungen entdecken. Und macht die neue Natur sichtbar. Die Macher von Matrix haben für ihre Geschichte noch die Guten und die Bösen gebraucht. Als die Bösen haben sie die Maschinen gefunden und für den Guten haben sie mal wieder ein Heiland genommen. Völliger Bullshit natürlich. Die wirkliche Matrix. Ist absolut natürlich. Da steckt niemand dahinter. Morphocraft möchte in jedem Fall ein Geschäft damit machen. Morphocraft möchte den Menschen ihre Seele wieder verkaufen. Und das können wir nur zusammen verhindern. Und Nikita ist sozusagen unser Avatar. Wir wissen noch nicht genau, wie diese Geschichte weitergeht. Und das Schöne und das Spannende ist, wenn sich das fortsetzt in die sozialen Medien und eine Form gefunden wird, in der der Austausch darüber sich rückkoppeln kann und ja, in die filmische Realität, da versuchen wir im partizipativen Sinn auch Materialien und Elemente aus dem Film so anzubieten, dass man die selbst weiterverarbeiten kann und auf diese Weise quasi einen virtuellen Raum schaffen kann, wo die kollektiven Erzähler mit ihrer Spezialsoftware, die Many Faces One Story heißt, besondere Eingriffe ermöglichen möchte, arbeiten können. Wir haben mal versucht, diese interaktiven Funktionen also weiter zu entwickeln über das übliche Interaktive hinaus, was dann doch nur so halb interaktiv ist in unserer digitalen Lern-App, die eben ja auch die Möglichkeit bietet, partizipativ Material aus dem Film selbst einzusetzen, die eigenen audiovisuellen Statements, Antworten und Dialoge und Ideen und Anregungen da reinzusetzen und als Raum der kollektiven Erzählung mit zu organisieren, indem man dann eben auch selbst auftaucht. Also wir versuchen jetzt hier in diesem Raum, wo wir sind, alle Antworten zu versammeln, die im Laufe der Lern-App entstanden sind und die dann all zusammen ja ganz viele die Geschichte des Films ja eigentlich nochmal erzählen. Also wie wir gerade gedacht haben, dass natürlich, wir wollen ja nicht einfach, dass durch diese ganzen Antworten einfach nur ein Forum entsteht, wo alle miteinander reden können. Es wäre ja viel cooler, quasi das soziale Netzwerkforum zu verlassen und hier sowas zu schaffen, wo wir interaktiv in die Spielfilmhandlung des Films eingreifen können. Die Idee ist, wenn viele Menschen die neue Natur mental akzeptieren, produzieren ihre Gehirne die nötige Stabilität für die neue Realität. Wir sind hier faktisch im Film am Platz der Flaschen, die nicht zur Ruhe kommen. Und das ist eigentlich der virtuelle Ort, an dem das kollektive Erzählen auch im Internet weitergeführt werden könnte. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Elena oder Silvio, wer will zuerst was dazu sagen zum Diskussionsstand? Also wir könnten das jetzt so machen, dass man jetzt an dieser Stelle sagt, wo vielleicht jetzt diese Blasen auftauchen, man 30 Sekunden oder eine Minute Zeit hat, sich ein mögliches Bild oder Szenario auszudenken, zu filmen oder zu fotografieren und hier dann hochzuladen, um hier dann die Geschichte weiterzuerzählen. In dieser Zeit der digitalen Relation müsste das kollektive Erzählen
den Auftakt bieten zu einer Fähigkeit zu trauern, die auch kollektiv wäre.